Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Bed Wars. Und heute in WQHD, das heißt in 2K. WQHD steht irgendwie so für White Quad High Definition. Ist eine Mischung aus Full HD und Ultra HD. Letztens habe ich ja schon Minecraft in Ultra HD in 4K gebracht, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und heute, und normalerweise bringe ich sie mal in Full HD für alle, die es nicht wissen, also 1080p. Ich glaube 1920x1080. Und heute zwischendrin, Leute, ich glaube 2560, wenn ich mich nicht ganz täusche, mal 1440 Pixel, also 2K WQHD nennt man das. Wie gesagt, Mischung aus Ultra HD und Full HD. Und Leute, WQHD ist ungefähr, glaube ich, doppelt so groß wie Full HD. Das heißt, ich bin also nicht viermal so groß wie bei Ultra HD. Ultra HD ist ja richtig enorm, die Größe. Deswegen bin ich am Überlegen, sogar WQHD dauerhaft auf meinem Kanal zu bringen. Also jetzt erstmal so praktisch als kleines erstes Probevideo. Aber bin ich sogar am Überlegen, dauerhaft auf meinem Kanal zu bringen. Also praktisch von Full HD als höchste Auflösung. Kann ich da durchrennen? Nee, schade. Von Full HD als höchste Auflösung umzusteigen als auf WQHD höchste Auflösung. Beim Handy, beziehungsweise ich glaube, das ist nur bei mir, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich sowieso nur WQHD anschauen, also da gibt es gar kein Ultra HD. Bei mir, erstes Bett weg. Was aber auch daran liegen könnte, natürlich, dass. Oh, was gibst du für Hit, Junge? Rot komplett down, bitte. Bitte? Ja, schön. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass ich einen WQHD-Bildschirm habe. Ich glaube, wir haben ihn nice am Handy. Und dann natürlich Ultra HD wahrscheinlich nicht richtig angezeigt werden kann, sage ich jetzt mal. Von daher, daran kann es natürlich auch liegen. Komm mit. Töte dich schnell, hol schnell Bett. Haben wir auch, von daher, daran kann es auch liegen. Aber ich habe auch letztens gelesen, dass es anscheinend doch, ich denke, es gibt schon welche, also das habe ich wahrscheinlich auch wieder falsch gelesen oder gebe ich jetzt falsch wieder oder so, dass es noch keine Ultra HD Handys gibt. Also mein Handy ist eben in WQHD, also hat eine WQHD Auflösung. Es gibt safe Handys mit Ultra HD Bildschirm, Digga. Ich glaube, da ist die Nachfrage auch relativ groß. Also viele haben sich das gewünscht, was ich bin so auf dem Handymarkt ja ein bisschen nicht schlecht informiert, sagen wir es mal so. Und da habe ich gehört, dass sich das viele wünschen, auch wenn es auf dem und die Entwickler sagen halt, das bringt auf dem kleinen Bildschirm nichts, da reicht WQHD und deswegen machen es die meisten halt nicht. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ich denke, irgendjemand wird es jetzt schon mal gemacht haben, wenn sich das so viele wünschen. Ich würde es mir auch wünschen, ich denke zwar auch, dass es vielleicht nichts bringt, also ich bin da schon ein bisschen auf deren Seite, aber ich bin so ein Ultra-HD-Freak, mein Bildschirm ist sogar ein Ultra-HD, obwohl Gamer eigentlich höchstens in WQHD zocken, weil Ultra-HD ein bisschen too much ist. Bitte, ich habe kein Schwert, Fuck, habe ihn trotzdem auch schön. Wenn jetzt keiner mehr kommt, ah, oh, danke, nice. Wow, was eine Zerstörerrunde, Leute. Und ja, Leute, bin ich behindert? Das ist der letzte? Nee, noch einer fehlt noch. Genau, auf meinem Handy kann ich eben, wenn jemand was in Ultra HD hochlädt, das höchstens in WQHD sehen, anschauen. Und da finde ich, ist die Qualität zwischen Full HD und WQHD nochmal sichtbar, sagen wir es mal so. Also finde ich echt einen niceen Unterschied, muss ich sagen. Deswegen bin ich immer am Überlegen, da ich mit Full HD schon lange nicht mehr so zufrieden bin. Ich weiß, die meisten nehmen in Full HD auf, aber ich bin so ein Qualitätsfreak, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin mit Full HD nicht zufrieden so ganz. Also ich sehe da immer kleine Bildfehler, oder was heißt Bildfehler? Immer so kleine Bildunschärfen, sage ich jetzt mal. Wie können die mich eigentlich in eine Party einladen? Das würde mich mal interessieren. Laden die dann meinen Nick ein und dann wird automatisch ich eingeladen? Und was steht dann bei ihnen drin? Steht dann bei ihnen drin, du hast einem Lorex in eine Party eingeladen? Oder steht dann, oder wissen die dann, dass es ich bin? Steht da dann, du hast Muskelaufbau in eine Party eingeladen? Das würde mich mal interessieren, falls Leute von euch so Premium haben und ihr das wisst, schreibt es mir gerne mal. Würde mich sehr interessieren. Genau. So, wäre es noch interessant zu wissen, wo der letzte ist. Ich hole mal Schafe in unserer Base, nicht, dass der gleich da steht.
Genau, ich sehe da immer auf in Full HD. Ist klar, klar ist Jammern auf hohem Niveau. Ist er down? Sehe ich aber auch immer ein bisschen unschärfen, sage ich jetzt mal so in der Art. Okay, Sophia ist da. Was bei WQAD ist, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ich habe früher mal öfter WQAD bei irgendeinem CV-YouTuber geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ach, da ist er ja. Warum holt ihr den nicht? Aber ich weiß halt nicht. Also ich kenne halt bisher hauptsächlich den Unterschied nur zwischen Full HD und Ultra HD. Und der ist halt wirklich krass. Geilo. Er ist down, schade. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Runde und da erzähle ich dann weiter. Also, was ich nur kurz sagen wollte, das rede ich noch schnell fertig. Ich kenne inzwischen, ich kenne momentan nur den Unterschied zwischen Ultra HD und Full HD. Und der ist echt krass. Also, Ultra HD ist wirklich so scharf wie die Realität, kann man sagen. Also, vielleicht, wenn jetzt irgendwann noch 8K oder so der Standard wird, vielleicht kommt, vielleicht sieht man da wieder Unterschiede, ich weiß nicht. Aber also, das kommt mir wirklich so scharf wie die Realität vor. So, Leute, ich habe jetzt die erste Aufnahme mal angeschaut, also die erste Runde Bad Wars, die ich gerade aufgenommen habe. Und auf den ersten Blick, also ich habe jetzt nicht lange reingeschaut, auf den ersten Blick wirkt es wieder ein bisschen ruckelig, was ja bei 4K, falls ihr euch erinnern könnt, auch der Fall war. Da hat es ja auch ein bisschen, ja nicht geruckelt, so kann man jetzt nicht sagen, aber also so eine, ja, also so ganz flüssig lief es halt irgendwie nicht. Lol, wie nimmt denn der mich gerade? Mit seinem Random Skin, Junge, da bin ich verwirrt. Ist es nicht Lukas Skin? I don't know. Oder auch nicht. Deswegen natürlich, es muss natürlich alles gut laufen, falls ihr da übrigens Settings habt oder so, dass es nicht so kleine Ruckler gibt oder so. Vielleicht sind die auch gar nicht so krass aufgetreten. Ich habe nur kurz reingeschaut und es sah halt ähnlich aus wie in Ultra HD. Es muss natürlich super laufen, damit ich da umstelle. Das ist klar, Leute. Also ich will nicht irgendwie eine bessere Bildqualität und dann krasse Ruckler haben oder so. Deswegen, das ist natürlich, da schauen wir erstmal, Leute, wie die finale Aufnahme ist. Und wenn die ruckelt, dann brauche ich da erstmal, wie gesagt, bessere Settings. Ah, ich habe ihn nicht, schade. Genau, dann wollte ich noch sagen, muss ich auch wahrscheinlich mein Aufnahmedings ändern, also mein Aufnahme, ich sag jetzt mal Plan, denn ich muss dann wahrscheinlich auch immer vorproduzieren, denn momentan werde ich erst immer um 14 Uhr mit Aufnehmen fertig und wenn ich dann für den Tag aufgenommen habe, also für den Tag, für den gleichen Tag aufgenommen habe und nicht für einen anderen Junge, dann wird es relativ knapp, weil ich nehme seit neuestem in einer ziemlich krassen OBS-Qualität auf. Ich glaube, krasser geht gar nicht mehr, also weil ich, wie gesagt, immer wieder Mängel in meiner Qualität feststelle. Keine Ahnung, warum. Ich denke, dass es bei anderen auch vorkommt, aber da fällt es mir nicht so auf. Ja, bei anderen kommt es auch teilweise enorm vor, klar, aber also ich nehme jetzt praktisch in so ziemlich der höchsten Aufnahmequalität in OBS auf, die es gibt. Also halt in Full HD natürlich, nicht dann auch in der höchsten Bildschirmauflösung. Und neuerdings, früher war das eben nicht so, als ich noch in anderen, als ich noch ein bisschen lower aufgenommen habe. Dadurch, dass ich aber jetzt so krass aufnehme, muss ich... Ach, schade, Digga, schade. Muss ich die Sachen immer vorrendern lassen. Das heißt, wenn ich was in mein Aufnahmeprogramm reinziehe... Ah, endlich haben wir ihn mal. Wenn in mein Schnittprogramm, was laber ich, nicht in mein Aufnahmeprogramm. Wenn ich was in mein Schnittprogramm reinziehe, dann muss ich das immer erst vorrendern lassen. Das bedeutet, wenn jetzt die Aufnahme eine Viertelstunde dauert zum Beispiel, dann muss ich das ins Schnittprogramm reinziehen und dann eine Viertelstunde warten, bis ich es schneiden kann. Weil, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht eine Viertelstunde warte, dann laggt die Aufnahme noch extrem. Also nicht die Aufnahme an sich, die ist ganz normal, aber im Schnittprogramm laggt die. Also im Schnittprogramm ruckelt es mega rum und das ist natürlich mega Abfuck, wenn es mega ruckelt und man das Bild gar nicht, also gar nicht ein richtiges Video sieht, sondern nur so Bildfetzen. Da zu schneiden ist natürlich mega Abfuck. Deswegen muss ich praktisch zum Beispiel bei dem Viertelstunden-Video muss ich ungefähr so lange warten, wie das Video dauert, also eine Viertelstunde, bis ich anfangen kann, das zu schneiden, damit ich es flüssig schneiden kann. Bei einer Stunde dauert es dann halt auch noch natürlich eine Stunde. Das ist natürlich dann auch ziemlich Abfuck. Und früher konnte ich es eben in Echtzeit schneiden. Also ich habe es reingezogen und konnte es dann direkt schneiden flüssig. Also ist sofort flüssig gelaufen, ich konnte sofort flüssig schneiden. Und jetzt muss ich eben immer warten. Das heißt, so meine ersten Videos dauern im Normalfall, weil das meistens Bad Wars ist, so ganz normal, sagen wir mal eine Viertelstunde ungefähr, also eine Viertelstunde vorrendern. So, in WQHD, weil das doppelt so groß ist, vermute ich mal, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute mal, dass es dann auch doppelt so lang sein, lang dauern würde. Also, dass ich es dann eine halbe Stunde vorrendern müsste. Dann haben wir, wenn ich um 2 anfange,
haben wir es 2:30, bis ich anfangen kann zu schneiden. So, dann dauert so eine Viertelstundenaufnahme zu schneiden ungefähr eine halbe Stunde. Also eine Viertelstunde das Video schneiden bzw. anschauen. Und dann noch Musik drunter legen, da brauche ich in letzter Zeit so lang, Leute. Früher war das ein Klacks, aber in letzter Zeit brauche ich das so lang, weil ich jetzt immer gut auf das Video schneide. Also wenn das Video spannend ist, schneide ich keine traurige Musik drunter. Wenn das Video traurig ist, schneide ich keine lustige Musik drunter und so weiter und so fort. Also ich schneide da immer passende Musik drunter und das dauert immer ein bisschen, da ich meine Musikbibliothek auch noch nicht auswendig kenne. Immer ein bisschen, da muss ich immer Probe hören und so weiter und so fort. Also, das dauert auch immer, wie gesagt, das ist eine Ewigkeit, das Musik raus, drunter schneiden. Also insgesamt kann man sagen, eine halbe Stunde, Viertelstunde schneiden und dann noch Viertelstunde Musik drunter legen. Dann ist es praktisch 3 Uhr, also nochmal eine halbe Stunde draufrechnen, praktisch 3 Uhr. Und dann muss das Video rendern, also normal rendern, das eine war jetzt nur vorrendern, falls man das überhaupt so nennt, ich glaube man nennt es so, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt muss es normal rendern, also jetzt muss das Video, wie ich es geschnitten habe, muss dann jetzt normal rendern. Das dauert in WQHD auch doppelt so lang als in Full HD, also in Full HD dauert es ungefähr so lang, wie das Video dauert, also eine Viertelstunde. Und in WQHD wird es dann doppelt so lang dauern, also eine halbe Stunde. Und sorry auch, dass ich gerade so affig spiele, ich renne einfach die ganze Zeit rein, also ich spiele gerade nicht so taktisch. Weil wenn ich taktisch spiele, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Es lief ja auch noch, schade. So, also würde praktisch Viertelstunde rendern, auch doppelt so lang dauern, sprich eine halbe Stunde. Ist es 3:30? Und dann hochladen. Hochladen dauert in Full HD momentan ein Viertelstunden-Video, so ungefähr eine halbe Stunde. Also, ja, genau. Und das wird dann in WQHD, weil es doppelt so groß ist, auch doppelt so lang dauern, sprich eine Stunde. Dann ist es 4:30. Und bis das Ganze dann in WQHD zur Verfügung steht. War das gerade ein Dreier-Hit? Was? Jo, lol, Alter, was geht denn bei dem ab? Muss ich mir gleich nochmal anschauen in der Aufnahme. Und bis es dann in WQHD zur Verfügung ist, weil ich bin nicht so einer, der direkt hochlädt, auch wenn es nur in 360p verfügbar ist, sondern ich warte da immer. Und ja, ich müsste dann praktisch warten, bis es in WQHD zur Verfügung steht und bis es verarbeitet ist. Jo, Alter, Hack hat zerstört. Und das dauert dann bestimmt auch nochmal eine halbe Stunde. Das heißt, ich könnte das erste Video immer erst um 5 Uhr hochladen. Und das ist natürlich schon ein bisschen spät, da habe ich wenig Bock drauf, sagen wir es mal so ganz ehrlich. Und ja. Deswegen muss ich mir da was überlegen. Deswegen müsste ich halt vorproduzieren. Also ich müsste die 2 Videos, die ich am nächsten Tag erst bringe, also ich müsste zwei Videos vorproduzieren, immer die ich erst am nächsten Tag bringe. Also ich müsste praktisch 2 Videos immer im Vorteil sein, sozusagen. Hacker wieder zerstört. Lol, easy, Alter. Und ja, naja, okay, vielleicht hackt er doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Und ja, da müsste ich mich halt ein bisschen vorbereiten drauf, da ich momentan halt immer ziemlich live produziere, also für den gleichen Tag, zumindest die Standardaufnahmen, Bad Wars und so, müsste ich halt da auch erstmal ins Vorproduzieren reinkommen. Also erwartet jetzt nicht, dass direkt WQHD kommt. Wahrscheinlich kommt es auch gar nicht, weil wie gesagt, ich habe so Ruckler. OBS, Alter, das Stressprogramm, Junge. Das hat mich schon so oft gestresst, das Programm. Das gibt's einfach gar nicht. Ich will aber auch irgendwie nicht mit Shadowplay aufnehmen, weil da gibt's einfach so wenig zum Einstellen. Also, ich weiß nicht, wie nimmt der dann überhaupt hochauflösend auf? Oder wie nimmt denn der auf? Oder nimmt der so auf, wie das Spiel läuft? Also, wenn das Spiel läuft, nimmt der in Ultra HD auf? Beziehungsweise, nee, man kann ja die Qualität einstellen, das geht ja. Aber sonst kann man halt kaum was einstellen. Also, ich bin da ein bisschen überfordert, ob das Ganze, ob die Aufnahme von Shadowplay meinen Erwartungen entsprechen würde. Und vielleicht gibt es auch Probleme. Ich meine, OBS wird ja nicht umsonst wahrscheinlich als eines der besten Aufnahmeprogramme gezählt. Ah, schade, Digga, da haben wir uns, das sind wir gegenseitig aneinander vorbeigesprungen, beziehungsweise er wollte es ja, ich wollte es nicht. Also wahrscheinlich wird es in anderen Aufnahmeprogrammen wird es auch immer wieder zu kleinen Bugs und so kommen. Falls überhaupt die Aufnahme ruckelig ist. Wie gesagt, das sah nur im ersten Moment so aus. Ich weiß es nicht, Leute. Mal schauen. Aber jetzt wollte ich, wie gesagt, einfach mal eine Aufnahme in WQHD 2K auch noch raushauen. So mal zur Abwechslung, auch mit einer besseren Qualität. Aber ob das jetzt dauerhaft kommt, weiß ich eben, wie gesagt, noch nicht. Hauptsächlich halt aufgrund der Ruckler.
Und ins Vorproduzieren würde ich schon reinkommen, das ist kein Problem. Ich meine, ich nehme ja trotzdem praktisch nur 2 Videos pro Tag auf. Ich muss ja nicht mehr aufnehmen. Ich muss nur irgendwann mal halt kurz mehr aufnehmen, weil ich natürlich ins Vorproduzieren reinkommen muss. Also ich muss irgendwann mal 4 Videos für 2 Tage produzieren, habe aber dafür dann am nächsten Tag komplett frei. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mal schauen, Leute, ob wir da zukünftig den Kanal in Full WQHD gestalten, Leute. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, die Bildqualität hat euch auch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis bald. Aktiviert auch die Glocke, um nichts mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Denn ich brauche auch Aufrufe, Klicks und so weiter. Ihr kennt's ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis bald. Ciao.